Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung vom neuen Radio Varonien. Ich bin der Moderator Franco Meyer und ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sendung. Zuerst die wöchentlichen Nachrichten. Montag. Am Montag fanden die ersten Referate im WPG Englisch Plus statt. Die Themen sind dabei jeweils Filmgenres, welche erläutert und erklärt werden. Wie viele Referate stattfinden sollten, ist uns nicht bekannt. Denn nicht alle Referate fanden am Montag statt, sondern verteilt über die nächsten Montage. Wie auch immer. Und es gab eine geistige bzw. verrückte Mathematikstunde, denn diese hatte einige Zwischenfälle. Der erste handelte von einem Witz vom Schüler Niklas W., welchen der Lehrer Reinhard B. mithörte, aber nicht verstand, woraufhin er den Schüler aufforderte, den Witz zu sagen. Dieser handelte vom Kleidungsstil des Lehrers, worauf dieser antwortete, der Schüler bekomme eine Verhaltensnote. Daraufhin krempelte er sich die Hosenbeine hoch und stopfte sein T-Shirt in die Hose. Der zweite Zwischenfall war, dass der Schüler Sebastian S. während der Mathematikstunde eingeschlafen war. Danach beorderte der Lehrer alle aus dem Raum heraus, um ihm einen Scherz zu spielen. Dieser klopfte nach einiger Zeit noch einmal an, da er nicht wach wurde. Erst beim zweiten Mal wurde er wach. Als gute Geste gab er ihm später noch einen Kaffee. In Österreich gab es 649.670 Fälle Covid-19, ein Anstieg von 94 seit dem Sonntag und 2.625 aktive Fälle. Am Dienstag wurde in der Chemiestunde Breaking Bad geschaut, welcher zum jetzigen Thema passte. Im Großen und Ganzen war das bildende Element der Folge die Darstellung einer galvanischen Zelle, welche später nach dem Ansehen von den Schülern skizziert wurde. In Österreich gab es 649.728 Fälle Covid-19, ein kleiner Anstieg von 58 und 2.521 aktive Fälle. Am Mittwoch war die letzte reguläre Turnstunde. Bei dieser fehlten wieder einige Schüler, einige waren entschuldigt, einige jedoch nicht, was den Turnlehrer wieder sehr erzürnte. Und einige Staatsbürger, genauer gesagt Niklas W. und der vorhin genannte Sebastian S., musizierten bei der Matura-Feier der diesjährigen Matura-Klasse. Niklas W. beatboxte dabei und Sebastian S. spielte die Querflöte. In Österreich gab es 649.845 Fälle Covid-19. Das ist ein Anstieg von 117 seit dem Dienstag und 2.419 aktive Fälle. Donnerstag. Am Donnerstag gab es wieder einmal eine varonische Band in Musik, zu dieser lässt sich nicht viel sagen. In Österreich gab es 649.922 Fälle Covid-19, das ist ein Anstieg von 77 und 2.225 aktive Fälle. Am Freitag gab es, im Gegensatz zur letzten Woche, wieder einen Workshop in GBK. Dieser handelte über das Kapital in Österreich. In Österreich gab es 650.016 Fälle Covid-19, das ist ein Anstieg von 94 und 2.265 aktive Fälle. Damit kommen wir zur Liederwahl für heute und das ist das Lied Long Lonely Night.
Das war meine Liederwahl. Und damit kommen wir zur Lottoziehung. Und wir wünschen Ihnen natürlich wieder viel Glück. Und die Ziehung kann starten. Und wir haben noch keine Zahl. Auch wenn ich es erwartet hätte. Aber natürlich kann man bei einer Ziehung nichts erwarten. Hier ist die erste Zahl. Diese ist dieses Mal. Ich kann es noch nicht sehen, ob es 13 oder 31 ist. Es ist 13. Die nächsten beiden Zahlen, 24 und 29. Die nächste Zahl, die 39. Noch zwei Zahlen. Kommen gleich beide gleichzeitig. Nein, die nächste und vorletzte Zahl ist die 21. Und damit kommen wir zur letzten Zahl. Oder auch noch nicht. Müssen noch eine Umdrehung warten. Diese ist die 32. Wir warten noch, bis sie drin ist. So, und drehen Sie richtig herum. Die Zahlen sind 32, 21, 39, 29, 24 und 13. Und damit gehen wir zurück zu unserer normalen Sendung und kommen zu den Baronischen Wochencharts. Und wir haben wieder 9 Lieder dabei und beginnen mit dem untersten. Das ist das Lied Fürstenfeld von STS.
Auf Platz 8 The Coconut Nut und Platz 7 Friday I'm in Love.
Als nächstes Jumpin' Jive. Platz 5 Creep und Platz 4 Numb.
Just Like You auf Platz 3. Elton John mit Your Song auf Platz 2.
Als letztes Song 2 auf Platz 1. Und das waren die Varonischen Wochencharts. Zuletzt noch das Wetter. Heute wird es bis zu 26 Grad Celsius warm, mit überwiegend Sonne, aber auch teils Bewölkung. Die Minimaltemperatur, die vermutlich in der Nacht erreicht werden wird, ist 15 Grad. Und das war auch schon wieder die Sendung für heute. Bis zum nächsten Mal.